Hallo miteinander, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Jean-Claude Frick, ich bin der Digital- und Telekom-Experte von Compavis. Und wir werden euch in der nächsten Zeit immer mal wieder Videos zeigen von coolen Gadgets, von Smartphones, von Laptops, aber auch mal über neue Abos reden, mal diskutieren, lohnt sich das Abo, was ist das Coole dran? Einfach so ein bisschen Tech- und Geek-Talk hier bei Compavis. Und für das erste Video haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht, nämlich hier ein Smartphone, das wir euch vorstellen möchten. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, was, jetzt habt ihr da zwei iPhones, das hier ist das Google Pixel XL Smartphones, eines der im Moment meist diskutierten Smartphones von Google. Wir haben es hier, wir erklären, was es kann, was gut ist, was vielleicht ein bisschen weniger gut ist. Wir vergleichen es hier mit dem iPhone 7 Plus, aber auch mit dem Samsung Galaxy S7 Edge, dass man so ein bisschen weiss, was das heisst. So, was ist speziell an diesem Smartphone? Speziell an diesem Smartphone ist, das ist das erste Smartphone von Google, das komplett von Google ist entwickelt worden. Vorher hat man ja die Nexus-Reihe gehabt, Nexus-Smartphones, was darum gegangen ist. Irgendein Hersteller hat dürfen für Google ein Smartphone bauen und dann hat man immer die neuesten und aktuellsten Updates von Google bekommen. Schöne Sache. Das mal in Google gefunden, wir gehen einen Schritt weiter, wir machen das Handy komplett in-house, also wir bauen eigentlich das Handy direkt bei uns, wir lassen uns entwickeln bei ihnen selber. Gebaut hat es natürlich der HTC am Schluss in China, aber das ist ja bei jedem Gerät so, das iPhone wird nicht von Apple selber gebaut, aber zumindest erdacht und designt. Wenn wir gerade beim iPhone sind, wenn wir die Geräte nebeneinander halten, dann fällt euch auf, ja, designtechnisch heisst es sich inspirieren von jemandem, völlig klar natürlich von Apple. Apple seit vielen Jahren ja darum erfolgreich, auch weil eben Software und Hardware aus dem gleichen Konzern kommt. Da muss man nicht wechseln, sondern das sind die Software machen, sind auch die Hardware machen und kennen sie es am besten. Genau das macht jetzt Google auch. Wenn wir das Gerät mal anschauen, vielleicht schnell ein bisschen, ich nehme es da mal aus der Hülle raus, dann seht ziemlich schön, wie heute so ein Premium-Smartphone ist. Metall, hier haben wir Glas. Das ist besser für einen Empfang von LTE und Bluetooth vor allem, aber ist natürlich auch so ein bisschen ein Designelement. Was auffällt von vorne ist natürlich der grosse Rahmen, den es drumherum hat. Also viele Smartphones haben das heute ja nicht mehr unbedingt. Wenn wir hier das Galaxy nehmen, da seht ihr, der hat fast keinen Rahmen, ganz einen grossen Bildschirm. Das iPhone hat das schon immer gehabt, einen grossen Rahmen, oben und unten. Ja, Google hat sich ganz klar inspirieren gefunden und machen so etwas Ähnliches. Was an diesem Smartphone cool ist, ihr habt den Home-Button bzw. den Fingerabdruckscanner da hinten. Das heisst, ihr legt hier einfach den Finger drauf und dann ist das auch schon entsperrt. Und dann kommen wir da schon rein. Wir gehen dann auch darauf ein, was da speziell dran ist. Ich tue es jetzt mal wieder rein, weil es ist doch auch relativ schnell verkratzt. Beziehungsweise, wenn es mal runterfällt, ist es wahrscheinlich auf den ersten Schlag kaputt. Darum hier in die Hülle rein. Was ist speziell dran? Speziell an so einem Google-Smartphone sind eigentlich zwei Sachen. Auf der einen Seite natürlich die Software. Das ist das erste Smartphone, das mit Android 7.1 Nougat gibt. Eine Version, die es bis jetzt nur für das Pixel-Smartphone gibt. Also die gibt es nirgends anders, die gibt es auch nicht als Update für andere Smartphones im Moment. Das ist mal das Spezielle und ganz speziell ist die Kamera. Google sagt, das sei die beste Smartphone-Kamera, die es gibt. Müssen wir dann auch anschauen, ob das wirklich so ist. Grundsätzlich kann man sagen, was wirklich schön ist an diesem Smartphone, es ist super schnell. Also ihr seht, wenn man da so ein bisschen umswipet, hin und her, in verschiedenen Apps fährt, ein bisschen schaut, dass man da schon alles hat laufen. Es ist alles super snappy. Android-Benutzer kennen das manchmal ruckelt es ein bisschen, manchmal hakelt es ein bisschen. Das ist etwas, was ihr bei diesem Smartphone definitiv nicht habt. Ich sage es so, das ist das schnellste Android-Smartphone, das ich bis jetzt jemals hatte. Und ehrlich gesagt, ich habe schon alle mal ausprobiert. Also das ist wirklich super, super gäbig. Etwas, was man natürlich vom iPhone auch kennt. Das iPhone war auch schon immer sehr schnell gewesen, aber auch da Software und Hardware kommt vom Gleichen. Ansonsten muss man sagen, designtechnisch, was diesem Smartphone ein bisschen fehlt, ist die Wasserdichtigkeit. Wir sind im Jahr 2016 und da erwarte ich eigentlich von teuren Smartphones, dass sie wasserdicht sind. Sogar das iPhone, das jahrelang gefunden hat, wasserdicht, braucht es nicht. Sogar das iPhone ist inzwischen wasserdicht. Hier, Samsung Galaxy S7 Edge, ist das natürlich auch. Könnt ihr problemlos die zwei mitnehmen in die Badwanne, wenn das Wasser nicht zu heiß ist. Geht absolut problemlos, draussen im Regen ist auch gleich. Google hat gesagt, ja, sie haben einfach zu wenig Zeit gehabt, das auch noch zu machen. Also das Smartphone, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Zwischendurch vielleicht mal ein Spritzer, ist kein Problem, aber sonst ist es definitiv nicht wasserdicht. Das Spezielle daran, und das sagt auch Google, sind eigentlich so ein bisschen der Hauptpunkt an dem Smartphone, das ist der Google Assistant. Der Google Assistant ist eine Sprachsteuerung. Das Spezielle daran ist aber das, dass Google die Sprachsteuerung, die es ja zum Beispiel auch hier bei einem Samsung schon lange gibt, weiterentwickelt hat. Das heisst, ihr könnt mit dem reden, ihr könnt zum Beispiel sagen, wie ist das Wetter in Zürich? Und dann könnt ihr sagen, ja, und in Zermatt. Oder die fragen, wer ist der amerikanische Präsident?
noch. Die könnt ihr im Januar fragen, aber einfach das Resultat-Fact jetzt mehr. Das sagt Barack Obama. Und dann könnt ihr fragen, wie alt ist er? Wo wohnt er? Wie gross ist er? Also ihr könnt richtig diskutieren mit diesem Smartphone. Die müssen nicht immer komplette Fragen definieren, sondern der Google Assistant merkt, aha, der hat quasi, wir reden jetzt über Barack Obama und dann geht es eben entsprechend weiter. Das macht es ein bisschen natürlicher. Google sagt auch, die Kommunikation mit dem Smartphone soll eben ein bisschen natürlicher sein. Was man sicher kann sagen, ist, dass die Sprachsteuerung an und für sich perfekt funktioniert. Man muss es auf Deutsch machen, nicht auf Schweizerdeutsch, das ist klar. Aber ich müsste nicht Englisch reden mit dem. Und ich muss wirklich sagen, selbst mein Deutsch mit Schweizer Akzent oder so, er versteht alles. Das funktioniert perfekt, das funktioniert völlig erstaunlich, eigentlich sehr gut. Ich muss fairerweise sagen, hier haben wir ja Siri, die versteht den natürlich auch gut inzwischen. Da kann man auch E-Mails diktieren, man kann das Wetter abfragen und so weiter. Der Google Assistant geht einfach noch einen Schritt weiter. Da kann man eben wirklich so ein bisschen diskutieren damit. Starten tut man das Ganze mit OK Google. Wenn man OK Google sagt, springt der automatisch an und dann kann man dann einfach damit kommunizieren. Natürlich, das Galaxy S7 Edge hat so etwas auch. Dort nennt sich Google Now, kommt ja auch von Google. Hier ist Android 6 noch drauf. Das Update auf Android 7 kommt dann wahrscheinlich im Januar. Da kann man auch damit schwätzen. Da kann man auch viele Sachen sagen. Schreibt ein E-Mail, fragt das Wetter ab, wie ist eigentlich der Verkehr aktuell. Also das geht ja auch schon. Moderne Smartphones, moderne Premium-Smartphones, sprich, die einen gewissen Preis haben, die können das eigentlich alle. Aber Google sagt einfach, es geht noch einen Schritt weiter bei ihnen. Vielleicht, wenn man gerade beim Preis sieht, das ist definitiv ein Nachteil von diesem Smartphone. Es ist extrem teuer. Sie haben sich also nicht nur im Design an Apple orientiert, sondern wirklich auch im Preis. Ihr wisst alle, dass da hier ist das iPhone 7 Plus, in dem Fall mit 128 GB Version, kostet ungefähr 1000 Franken. Und das da hier, das Google Pixel XL, kostet auch ungefähr 1000 Franken, je nachdem, wo man es kauft. Also es ist ein sehr ein teures Smartphone. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, im Android-Bereich habt ihr einen Haufen Alternativen. Zum Beispiel eben das. Wenn ihr also das Galaxy S7 Edge kauft, das kostet inzwischen so 650 Franken, also deutlich weniger. Da muss man schon sagen, lohnt sich das wirklich, für dass ich zwar immer schnell Updates bekomme von Google, aber ist das Smartphone, jetzt mache ich salopp gesagt, 400 Franken besser als das? Weil beim iPhone, sind wir uns völlig einig, da hat er keine Wahl. Es gibt keine andere als Apple, die iPhones macht. Apple setzt den Preis, wer ein iPhone will, muss so viel zahlen. Bei Android sieht es ganz anders aus, da hat man natürlich eine gigantisch grosse Auswahl. Ja, und da stellt sich eben auch die Frage, lohnt sich das? Softwareseitig würde ich mal sagen, lohnt sich's. Das Android 7.1 hier drauf ist wirklich cool, ist schnell, ist schick, ist elegant. Deutlich besser als das Android 6, das da drauf läuft. Muss man ganz klar sagen. Kamera. Bei der Kamera ist es so, Google sagt, das sei die beste Kamera, die es gibt in einem Smartphone. Und das Spannende dabei ist, das ist sie nicht, weil da der beste Sensor eingebaut wäre, weil da eine Bildstabilisierung drin sei. Das fällt zum Beispiel. Das ist also nicht optisch bildstabilisierte Kamera. Das iPhone ist, Samsung Galaxy S7 ist. Also das haben sie nicht, aber sie haben die Power von Google. Man kann sagen, durch Google-Algorithmus hinten dran, den haben sie. Und der ist extrem gut. Die könnt mit dem Smartphone aufnehmen, indem ihr einfach auf den Power-Button doppelklickt. Also. Sieht man das da? Jetzt kann ich ja irgendwas Fotos machen, in die Richtung. Kamera mal fotografieren, so. Und dann, eigentlich von dem Moment an, wo man das Foto gemacht hat, kommt der Google-Algorithmus und tut das bearbeiten. Das Ganze nennt sich HDR+, das kann man aktivieren. Lohnt sich absolut, muss man machen in diesem Smartphone. Und dann werden die Fotos quasi digital nachbearbeitet. Und das ist wirklich etwas, das ist extrem gut. Sowohl im Lowlight, also wenn ihr nicht so gute Lichtverhältnisse habt, macht das Smartphone extrem gute Foto. Aber natürlich auch, wenn es schön draußen hell ist, dann ist es einfacher, dann machen alle Smartphones gute Foto. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt die drei hier vergleichen, dann ist das on top. Das macht definitiv die besten Fotos. Das hier, Samsung Galaxy S7 Edge, macht auch hervorragende Fotos. Was hier gut ist, es ist noch etwas schneller. Da macht ihr einfach einen Doppelklick auf den Home-Button und dann startet die Kamera. Ausser jetzt hier, so. Und dann könnt ihr quasi anfangen umfotten. Und das ist extrem schnell. Also die Kamera von diesem Modell startet schneller, löst auch etwas schneller aus als von Google. Also wenn ihr wirklich Schnappschuss machen wollt, schnell den Hund oder die Katze noch fotografieren, dass sie noch im Bild ist, dann ist das definitiv ein super Smartphone und bildet sie auch extrem gut. Hier geht es einfach noch ein kleines Spülchen weiter. Ich würde sagen, qualitativ ist es noch ein bisschen besser. Und was natürlich spannend ist beim Ansatz von Google, der sagt, wir machen eine gute Optik, eine gute Kamera, aber die wirklich fancy Stuff, die wirklich coolen Sachen machen wir per Software, ist, dass mit jedem Software-Update die Kamera besser wird.
Also jedes Mal, wenn Google ein Software-Update macht, könnt ihr davon ausgehen, sie haben da noch etwas optimiert. Also die Kamera von diesem Smartphone wird in Zukunft immer besser. Etwas Ähnliches, was übrigens auch Apple macht, die wissen, das grosse iPhone hat ja da die Dual-Linse, wo man damit zoomen kann. Und da gibt es ja seit kurzem Software-Update, wo der Panorama-Modus macht, also das quasi der Hintergrund, wo man fotografiert, wenn man eine Person im Panorama fotografiert, unscharf ist. Das ist auch etwas, was ich mit Software gemacht habe. Also man sieht so ein bisschen, der Weg kameratechnisch geht her, dass man gute Sensoren hat, gute Optik, aber dass die wirklich spannenden Sachen auf Software basieren, also auf Softwarebasis mit Updates nachher geliefert werden. Vielleicht ganz am Schluss noch, wie bekommt man das Google Pixel XL? Das Problem ist ein bisschen, dass Google das offiziell in der Schweiz gar nicht verkauft. Es gibt es in Deutschland, es gibt es in Frankreich und es gibt es in den USA. Aber es gibt inzwischen ein paar Online-Händler, die das auch importieren. Am gescheitsten geht auf preisvergleich.comparis.ch schauen, dann seht ihr das gerade, gebt drei Google Pixel oder Pixel XL. Das XL ist das größere Modell, sonst sind sie genau gleich. Und dann seht ihr dort, wer das kauft. Ein paar Online-Händler rechnen damit, in den nächsten Wochen werden es noch mehr, die das importieren. Da hat man Garantie, hat man nicht irgendein Problem, wenn man es aus Deutschland importiert und dann ist irgendetwas nicht gut, dass man es zurückschicken muss. Also das kann ich euch ganz klar empfehlen, aber wie gesagt, es ist sehr, sehr teuer. So, also das sind ganz klar gesagt die momentan besten Smartphones, die es gibt. Klar, Apple, wenn ihr das iPhone wollt, iPhone 7 oder in dem Fall 7 Plus. Und dann habt ihr eben hier die Variante, ganz viel Geld ausgegeben für die Original Google Experience, quasi ein bisschen weniger Geld ausgegeben für Samsung Galaxy S7 Edge. Sie beide super Smartphones, kann man absolut empfehlen. Und ja, warum nicht für Weihnachten zum Beispiel? Im nächsten Video haben wir auch etwas Schönes für euch, nämlich das neue MacBook Pro mit Touchbar hier, das ist da die automatische, die coole neue Touchbar, wo man einfach drauf rumtouchen für gewisse Funktionen. Das Gerät werden wir euch im nächsten Video ausführlich vorstellen. Vorteile, Nachteile, braucht man das wirklich? Ist es besser als ein Touchscreen oder nicht? Also im nächsten Video reden wir über das MacBook Pro.